auch. So, während wir hier wunderschön verhungern, sind wir das Haus schon mal weiter auf und rüsten auf Stein. Und der Dirk war auch schon ganz fleißig in der Zwischenzeit, weil wir warten gerade auf Alea, weil die spielt an einen Ersatzrechner. Die spielt an Rechner von ihrer kleinen Schwester, weil, das hatte ich ja angekündigt, der Laptop wird eingeschickt. Also von daher, der ist nicht mehr hier, der ist zur Reparatur. Und von daher, ja, wir sind wieder on und ich sage Hallo an euch da Eich. draußen und Hallo an meine Mitspieler. Hi. Hallo. Und Alea, du musst wirklich versuchen, nicht zu schreien. Das Mikro ist wirklich viel besser von dem Kopfhörer von deiner Schwester. Peinlich. Ja, du wirst super laut übertragen, was soll ich sagen? Ja, okay, aber ich habe halt kein Geld. Ich reite halt. Ja, das war ja auch, hat sie ja nicht selber bezahlt, das war ja auch ihr Ostergeschenk. Gut, also, Dirk ist Ja, man hat es ja selber bezahlt. drüben an der Treppe an Arbeiten. Wieso ist das gelb? Seit wann ist das gelb? Wo man, Was? ist das bei dir auch gelb? Wo man bauen kann, wird bei mir gelb angezeigt. Was soll denn das heißen? Das ist Kann grün, ich dir nicht sondern gelb. sagen. Das war noch nie gelb. Vielleicht muss da vorbei. Vielleicht ist es einfach, hier kannst du bauen oder pinkeln. Was auch immer. Genau. Oder du hast wieder diesen schönen Grafikbug. Meine, noch verliere ich keine Lebensenergie. Ich weiß nicht, wie lange dauert es noch, Alea? Ich bin Also jetzt da. Lebensenergie verlierst du gar nicht, ne, wenn du verhungerst, ne? Echt? Oh, Gott sei Dank, haben sie das geändert. Ich meine, das war Weil immer ich so hab gewesen. das Einzige, was du verlierst, ist Ausdauer. Ganz viel davon. Nee, auch nicht. Bei mir noch bewegt sich gar Ja, nichts. noch, aber deine Energie geht runter. Boah, das ist schrecklich. Ich muss dich jetzt erstmal kramen. So. Ja, kram dich. Also sie sitzt auch nicht an ihrem Schreibtisch, sondern an dem Schreibtisch ihrer Schwester. Und die ist kreativ chaotisch, sagt man so schön. Ja, und das ist komplett Umstellung, dadurch, dass die Tastatur nicht vor dem Bildschirm liegt. Und ihre Schwester nun mal kreativ chaotisch ist. Ja, ich könnte sogar mit dem Cobblestone noch hinkommen. Ich meine, die Außenmauer müssen wir ja auch noch bauen. Also von daher, Cobblestone brauchen wir auf jeden Fall noch reichlich. Was macht ihr eigentlich da hinten? Was macht ihr dahin? Ja, meine Mädels da hinten. So, Rahmen. Wir machen heute nur eine kurze Aufnahmesession, weil wir werden heute ein neues Spiel antesten. Und zwar Night of the Dead. Das ist gerade in August, Ende August rausgekommen. Vor knapp 2 Wochen. Und der Dirk hat das entdeckt. Sein Findling quasi. Und wir werden heute quasi nur die eine Hälfte 7 Days to Die spielen und die andere Hälfte werden wir Night of the Dead spielen. Da wird Alia dann noch nicht dabei sein, weil wir uns erstmal angucken, ob es das für ein Let's Play ist, weil wäre ja schade, wenn wir dann das Geld umsonst ausgeben, sozusagen. Und ich habe kein Geld. Und du hast oder so nie Geld. Weil du ein Ich ganz reite armer halt. Tropf bist. Das ist halt so, wenn man eine Tochter ist. Oder ein Sohn. Genau, Das da ist. hat man generell Nein! nie Geld. Eigentlich ist das so, weil ich reite. Eigentlich ist es so, weil du könntest ja auch nicht reiten und stattdessen ein Spiel kaufen. Ist eine Springstunde weniger. Na, mittlerweile anderthalb. Oder? Nein, nicht ganz. Wieso? So, wo Ich seid ihr dachte, es wäre denn? teurer geworden, nicht billiger. Wir sind am Haus weiter am Bauen. Hey, ja, wie viel kostet das denn? Was kostet? 20. Hey, ja.
Ja. Und jetzt kostet die 25 Euro. Ja, also dann kostet, kriegst du doch dafür keine 1,5 Springstunden, sondern du kriegst doch weniger als eine Springstunde dafür. Du erschreckst mich gerade ein bisschen, Schatz. Ach so, ja. Nein, ich meine das anders. Ich meinte das andersrum. Ja, ja, das haben wir schon gemerkt, dass du das nicht so rum meintest. Deswegen war ich auch gerade ein bisschen entsetzt. Habt ihr schon eine Gruppe? Wett nicht. Nein, natürlich nicht. Wir haben extra auf dich gewartet, weißt du? Genau. Haben safe auf dich gewartet. Genau. Weil... So sagt man das auch heutzutage, oder? Ja, total. Ja. Da sage ich gerade... Also ich ja nicht. Da sage ich gerade so, ich habe, nee, jetzt habe ich Dirk eingeladen, das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja Alea annehmen, so. Wie, du wolltest mich nicht einladen? Nein, das ist ja... Boah! Es tut mir geht leid. Geht gar nicht. Guck mal, da kommt ein Zombie. Ja, vielleicht geht er woanders hin. Dirk? Nee, der hat mich eben gesehen. Wir können los, wir können was zu essen holen. Echt? Jo. Bei wie viel Prozent seid ihr? 0. 31. Komm, wir laufen los. Wo seid ihr? Papa? Ja? Mir fällt gerade auf. Guck mal. Dann sind wir alle so 30. Oh, Speck mit Eiern. Du hast noch was zu essen. Super. Ja. Ich wusste es nicht mehr. Ey, das ist ein Gegner. Haben wir Schwein gehabt. Ein kleiner brennender Zombie. Kleiner brennender Zombie. Brennen kann. Ist überall bekannt. Boah. Gott, hat der einen auf den Kopf. Der hat einen auf den Kopf gekriegt. Ach ja, übrigens, wenn ihr einen LKW wollt, ne, nehmt den da hinten rechts nicht, ne? Wieso? Da ist ein Zombiebär drin, hinten drin. Ich weiß, das war ja die Sache, wo ich letztes Mal gesagt habe, oh scheiße, da ist ein Zombiebär drin. Das war der Truck. Und hat das Loch hinten geguckt. Ja. Was ich da gemacht habe. Ja. So, jetzt ist so. Die berühmte Frage, wie kommt man an einen Knast dran, rein? Am besten gehen wir einfach durch die aufgeschlossene Tür. Ja. Aha, da ist ein Gitter, da ist ein Gitter. Und da ist eine Türe. Da gehe ich durch die Tür. So, oh, da gehst du wieder raus. Schade. Was hast du denn gedacht? Also, ich sehe keine Gegner, was mich jetzt zuerst einmal ein bisschen beunruhigt. Da sind höchstwahrscheinlich Gegner. Ich habe einen gesehen. Guck da auf der Treppe. Ah, da ja, auf der Treppe. Wenn ich jetzt durch die Treppe durchschieße, durch das Gitter durchschieße, dann kommt er auch zu mir. Richtig? Richtig. Dann ja, macht er mir doch das Tor auf, oder? Ja, braucht er ja nicht, weil die Tore haben mehr als hier okay, diese Metallwand. Man kann einfach durch die Metallwand durch. Ach, da hinten ist einer. Ja. Aber ich dachte, du wolltest da reinschleichen. Ja, jetzt hört uns doch keiner mehr, oder? Auch wahr. Also ich lasse... Aber wir brauchen... ich wollte unten... Hallo, ich wollte unten extra stehen lassen, ihr Noobs, damit die schwieriger uns folgen können. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass das... bei der Sicherung hier, dass das der einzigste... Du wolltest doch nur Metall haben. Ja, ich habe es ja verstanden. Gegner war jetzt hier, das wäre irgendwie strange zugegebenermaßen. Sind alle ausgebrochen? Eine Munitionskiste. Direkt am Eingang hier. Boah, ist nur Rüstung drin. Oh, da ist einer wach geworden. Nicht nur einer. Tag, wie geht's Ihnen? Hallo? Geht's Ihnen gut? Ich glaube, hier ist noch einer drin. Ich habe sie jedenfalls begrüßt. Also wir können, deswegen habe ich ja die Metallwand stehen lassen, wir können uns auf jeden Fall dann dahinter zurückziehen und von da aus schießen, wenn es uns zu viele werden. Noch eine Munitionskiste. Was geht denn hier ab? Brenn doch, du Zombie.
Ein Baseballschläger habe ich. Sehr schön. Oh, nun Zweier. Ja, den kann ich ja auch bauen. Das nützt der jetzt nicht viel. Hammer kann ihn einschmelzen. Das ist ja auch was wert, finde ich. Ach ja, ich musste ja einen neuen Charakter wählen. Mhm. Du baust einen Baseball, ne? Nein, ich hab alles noch. Ich hab alles noch. Wie alles noch? Ich hab alles noch. Ich musste einfach nur am Anfang einen neuen Charakter wählen, was komplett unlogisch ist. Ja, das stimmt wohl. Ah, von außen ist noch ein Zombie, habe ich gesehen. Der klopft gerade an der Türe. Ich wundere mich gerade, wofür sollen diese Dinger hier gut sein? Was soll das darstellen? Weiß ich nicht. Das, dazwischen ist nur Dreck. Hallo, klopfen. Ah, der klopft nicht. Ich dachte, das soll vielleicht irgendein Gefängnis darstellen oder irgendetwas. Ich bin, da kommt noch einer. Ja, das sind ja die wunderschönen Gitter hier. Da können die doch drüber springen. Da können sie ja nicht durch und drüber springen tun sie nicht, wenn wir sie hier beschießen. Die sind ja ein bisschen doof, die Zombies. Darf man nicht vergessen. Haben wir denn die Tür offen gelassen? Jo. Nein, ich habe die Tür aufgemacht, aber die andere Seite haben wir offen gelassen. Erledigt. Ja, ich war so doof und bin gelaufen, deswegen hatte ich ein kleines Problemchen. Geh mal den Turm jetzt. Bei Carina. Bei Alian Zimmer. War dem Turm schon drin, in dem einen? In dem einen war ich schon drin, ja. Oh, hier ist ein Gast. Ah, scheiße. Da kriegst du direkt eine. Klopf, klopf. Ich finde das cool, dass man die Shift-Taste nicht festhalten muss. Man muss die nur einmal antippen, dann geht er in den Schleichmodus. Ja, ist besser so. Ja, es ist total schön. Ich frage mich, warum die anderen Spiele sowas nicht machen. Sonst wird man einen Krampf kriegen. Ja, eben. Scam hat das. Es gibt Spiele, die haben das. Ich wollte gerade sagen, es gibt viele neue Spiele, die das haben, aber... Meistens fürs Laufen, aber nicht fürs Schleichen. Also ich bin jetzt einmal rum. Ja. Oh, ist ja eine schöne Anlage, ne? Wenn man das so mal sieht. Das ist doch recht. So, dann müssen wir gleich mal irgendein Gebäude. Also für die einen oder anderen, die sich denken die ganze Zeit, oh, das nervt, das ruckelt immer, wenn wir die Let's Plays von den schönen Ronny und der intelligenten Alea gucken. Nee, andersrum war's. Ja, das wissen wir. Und ja, wir haben eine neue Leitung bestellt, aber wir haben sie noch nicht. Also beantragt. Ja. Ah, der ist doch tot! Der ist doch tot. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich wollte auch mal eine Kiste aufmachen. Deswegen durchgegangen. Was habe ich denn gekriegt? Oh, Munition. Da geht's runter. Ja, später, würde ich sagen. Machen wir erstmal hier clear. Ja, absolut. Aber das sah auch so aus, als würde es nicht ganz runtergehen. Das scheint irgendwie hier der Besucherraum zu sein. Ja, definitiv. Da geht's hoch. Erstmal unten clearen. Warum könnt ihr also eigentlich so schnell schleichen und ich nur so langsam? Shift. Ja, also man kann schnell schleichen? Ja, mit Shift. Echt? Ja. Und dann macht man keinen Lärm? Man ist leiser, wenn man nur ohne Shift leicht. Okay. Aber gut zu wissen, das wusste ich nicht. Wenn schnell gehen muss, kannst du auch Shift drücken. Ja gut, Shift schleichen. Nicht höher. Gehen wir jetzt hier weiter, oder? Ja, warten wir mal, oben hier unter uns liegt einer. Also in Gefängniszellen hier. Das sieht so aus wie bei Walking Dead, ne? Das ist der Cast hier. Ich hab daneben. Ich habe auch getroffen.
voll in den Kopf. Tot. Die haben aber die Zellen offensichtlich nicht abgeschlossen. Nee, aber was interessant ist, ne? Wer will denn da drin bleiben bei den Holzwänden hier? Tja, wer hat denn sowas konstruiert? Das ist ja voll interessant. Voll logisch, ja. Habt ihr einen gefunden? Nee. Ja. Natürlich. Jetzt verarscht mich das Spiel wieder, ne? Oder wieder spawnen lassen direkt von deiner Nase. Nee, der stand um die Ecke. Aber ihr habt jetzt keinen und ich hab dann direkt jemanden gefunden. Ja, das, so ist das nun mal. Das Spiel mag dich. Ja, das merke ich wohl. Hat dich zum Sterben quasi. Ich habe nur langsam das Gefühl, wir finden hier kein Essen. Noch haben wir ja die Cafeteria nicht entdeckt. Stimmt, es muss ja auch eine Cafeteria im Knast geben, da hast du wohl recht. Nein, gut aussehen tut's ja hier. Ja, das stimmt. Auch mit den Lampen hier so an der Seite. Oh, und schon wieder eine Leiche. Oh, direkt tot. Gut geschossen. Dankeschön. Respekt. Bin spezialisiert auf... das eine waren die Gefängniszellen für die, die nicht so schlimm sind, und das für die schlimmer. Ja, wahrscheinlich. Jetzt verstehe ich das Ganze. Nee, das waren nicht die Gefängniszellen, das waren die, der Wohnbereich für die Wärter. Sollte das sein. Ach so. Ja, du machst das schon. Müssen ja nicht alle gleichzeitig überall sein. Also Wasser finden wir ja genug. Ja, aber nur Dreckswasser. Aber das bringt ja auch schon mal was. Ja, darfst du aber nicht trinken, weil du kriegst ja Durchfall von. Ja klar, aber das kann man ja abkochen. Genau, nachdem ich ja unser Getränkevorrat letztes Mal komplett zerstört habe. Ach ja, stimmt. Wäre es schön, was zu essen zu finden. Ich habe bis jetzt nur Klamotten gefunden. Ah, ich habe einen Hubschrauberlandeplatz gefunden. Oh, cool. Wenn wir jetzt einen Hubschrauber hätten. Irgendwann kriegen wir den. Irgendwann kriegen wir den. So wie Mattes letztes Mal. Ja, wobei, ich sag mal, Mattes mit seinen, Tricks, Anführungsstriche, Cheats sind es ja nicht, sondern das ist ja mehr. Der weiß ja, wo er alles finden muss. Nein, da war das ja noch nicht. Auf der ersten Map so. Ja, aber da weiß er auch, wo er alles finden muss. Heute geht's noch runter in den Keller, ne? Cool. Aber wir sollten auf jeden Fall echt die Cafeteria finden. Hier habe ich die Kompöse gefunden. Oh, ja, hier ist irgendwie ein Bergwerkstollen oder sowas. Ja, gehen wir gleich runter. Ja. Aber erstmal habe ich hier die Küche gefunden. Ich weiß jetzt nicht, wo du bist. Unterhalb quasi. Wenn du ab runter gehst, links, mittig. Okay, alles klar. Ah, hier geht's auf dem Hof raus. Okay. Wenn ich wüsste, wo du runtergegangen bist. Ach, da hier ist noch eine Treppe. Oh, okay. Okay. Nein, hier glaube ich nicht.
Unterhalb links, hat er gesagt. Also ich bin nicht ganz unten, ne? Nicht ganz unten, dann wieder hoch, hoch, hoch. Nicht ganz unten. Ich weiß nicht, wo du bist, Dirk. Wo der große Hof ist, wo der Zombie eben war. Ach so, da war du ich. Bist rausgegangen, okay. Ne, nicht ganz draußen. Da, wo der eine Zombie lag, wo wir rübergegangen sind. Aber ach, hier. Aber es gab nichts. Außer irgendwo gleich ein Zombie. Was ist das denn jetzt? Achso, jetzt kommen hier ein paar Zombies auf uns zu. Wie? Das ist normal, wenn die Musik kommt, dann kommt immer so eine kleine Horde oder so. Welche Musik? Ich höre keine Musik. Da ist er, guck mal da. Viele. Drei. Die laufen nur irgendwie alle in die verkehrte Richtung. Wollen die nicht sterben? Und wie treffe ich die nicht? Aha. Wie, noch eine Horde? Ja, die Pause ist aber da, um aufs Klo zu gehen, Schatz. Wusstest du eigentlich, dass die bei der Musik stärker sind? Aha, echt? Habe ich das Gefühl, ja. Zwei Stück. Ich sterb gleich. Weil ich kann nicht mehr laufen. Und schlagen kann ich auch nicht mehr. Ja, ich bin auch gut. Okay. Ich verblute jetzt. Wo kamen die denn jetzt alle auf einmal her? Das Problem ist, dass es gleich Nacht wird. Zumindest habe ich jetzt keinen Hunger mehr. Sehen wir es mal positiv. Ich bin unterwegs, ich rette euch. Oh, jetzt hat er leer. Hab die Pfeile gerettet. Aber es sind nur noch zwei. Killer. Wo kommt der denn her? Ah, hat mich. Da kam auch einer von hinten alle her. Also das hast du jetzt hier ab und zu. Und das habe ich jetzt schon zweimal gehabt. Nee, die sind von oben gekommen. Echt? Ja. Papa, deinen Rucksack hab ich. Ich komm. Ich bin fast da. Ich auch. Ja, ich habe aber eure beiden Rucksäcke und wenn's Nacht ist, dann haben wir hier gar keine Chance. Und es werden immer mehr. Oh. Wo bist du? Ja, an der Ausgangstür. Ja, lauf. Den hab ich gekillt. Mit zwei gezielten Schlägen auf dem Köpfchen. Zwei sind tot. Nummer drei ist tot. Hier oben ist auch noch einer.
Tier ist tot. Wo bist du denn? Oben. Okay. Ich hätte die Treppe hoch. Wie war die Treppe jetzt? Ich habe gerade die Orientierung verloren. Ah, hier liegen jede Menge Pfeile. Das ist ja schön. So. Meine Sachen dann gleich wieder, aber wir sollten uns jetzt hier verpieseln, weil es ist 21.38 Uhr. Ja, ich gebe, lass nach Hause gehen und dann gebe ich euch die zu. Ja, ich glaube, das ist zu schwer für nachts. Für nachts. Bewegt euch aber über den Hof vorsichtig, weil hier sind noch teilweise Zombies. Da rechts war einer, als ich reingekommen bin. Na gut, es ist nur einer. Ja, trotzdem. Hier ist eine Schmiede, die man benutzen kann. Ja, wir haben ja jetzt selber Schmieden. Brauchen wir ja nicht mehr. Ja, und jetzt sollten wir uns verpieseln. Warum? Das können wir auch zu Ende looten. Hier draußen sind wir ja sicher. Anfangs nein, sicher. Die können auch hier draußen spawnen. Nee, die spawnen ja normalerweise nicht. Die Horde, die war aus dem Keller hochgekommen. Nein. Hier waren wir schon. Oder? Ah, ja. Oh, hier ist quasi der Garten. Kommst du, Papa? Ja, ja, ich komme. Ich wollte mich hier nur noch mal umschauen, ob hier irgendwas Interessantes ist. Wo seid ihr denn? Auf dem Weg zum Ausgang. Ja, wir sind aber rundgelaufen. Ich wollte gerade sagen, ihr seid nicht auf dem Weg zum Ausgang. Ich bin am Ausgang. Super. Hundi. Bin mal am Verprügeln. Ja, ich würde dir gerne helfen, aber ich habe ja keine Pfeile und nix. Kann ich den nicht reparieren? Ja, theoretisch kannst du nämlich hier hoch. Ganz dann von da oben aus runter schießt. Papa! Ja, die sind an der Tür. Die sind durch die Türe durch. Man weiß, wie cool das wäre, wenn man jetzt Pfeile hätte, dann könnte man von hier aus nämlich drauf schießen. Ach, echt? Mhm. Gut, dass ich Pfeile habe. Hier, Dirk. Ich hab keine mehr. Papa, Also hier. Alea müsste eigentlich doch was an die 300 Pfeile haben. Ja, hatte ich auch. Ich hab jetzt... Alea, da geht's nicht nach Hause. Und da sollst du fernbleiben. Hier sind Huhn. Ich habe leider auch kein Messer. Ich. Na, komm her, du kannst einen Huhn skalpieren. Wo? Hier, direkt da, wo ich stehe.
hat der Dirk geholt. Gut, ich bin ja Gott sei Dank gestorben, das heißt, ich habe jetzt erstmal keinen Hunger mehr. 6%. Ich würde sagen, sollen wir den Airdrop holen gehen? Vielleicht ist da zufällig Lebensmittel drin. Ja, aber jetzt nicht. Ja, natürlich jetzt. Da ist sowieso nichts zu verlieren. Eben. Wieso habt ihr nichts zu verlieren? Ja, weil wir nichts mehr haben. Ja, doch, ich hab ja eure Sachen rausgeholt. Es ist doch nur der Airdrop holen, Alea. Mach den nicht gleich ins Höschen. Ja. Ja, wartet, ich sehe fast nichts. Ich bin schon fast da. Ja, es ist Essen drin gewesen, aber nur 3 Stück. Davon wird man nicht wirklich satt. Ich hab ja auch noch Fleisch. Ist mein Hammer kaputt, ey. Chimera ist gestorben. Nein, ich bin gestorben. Ja, sag ich doch, Chimera ist gestorben. Ja, weil meine Waffe kaputt ist. Aber ich kann sie auch nicht reparieren. Naja, dann laufen wir jetzt wieder hin. Ich bin auf jeden Fall auf dem Weg nach Hause. Ich nicht. Brauchst du Unterstützung? Nein. Ich hab noch einen Bär draußen. Nein, ich brauch keine Unterstützung. Ja, sterbe ich halt. Egal, bin ja schon mal gestorben. Dirk, keine Unterstützung? Nein. Bist du dir da sicher? Ja. Ich treffe den nicht? Der braucht auch nicht zu treffen, weil der bringt nicht viel. Der kommt dann nämlich hoch. Wo ist er denn jetzt? Bei mir. Also so schnell bin ich noch nie gestorben, muss ich ehrlich zugeben. Ich bleib jetzt auch wieder. Ey, das ist unser Zuhause! Der will rein! Ja, weißt du, dass ich hier drin bin? Muss ja woanders hingehen. Hallo, wo ist der? Jetzt bei mir. Am Truck. Ja, ganz gut. Lauf weg, lauf weg. So. Wo ist denn hin? Ich habe einen Zombie hinter mir. Warum? Weiß nicht. Der hat aber, glaube ich, Bock auf mich. Was will er denn in der Fahrerkabine? Er wackt sich durch. Das ist cool, dann kann ich ihn ja jetzt im Fetchen schießen. Kommt aber wieder raus. Der Kopf klettert doch hier besser. Hoch! Der Kopf ist besser. Ja, ey, jetzt streckt mir nun mal seinen Hintern entgegen, da kann ich ja schließlich nicht für, oder?
geworfen? Warum immer ich? Warum immer ich? Kannst du nicht mal jemand anderen töten? Ah! Ja, du immer an der blöden Stelle stehst, deswegen. Ja, ne?